Die Arbeit Light and Dark Stars ist entstanden im Grunde oder vielmehr die Initialzündung oder der Beginn war ein Vortrag eines Fotohistorikers, nämlich Ulrich Pohlmann. Der war in Rom und sprach über Großformatfotografie. Und überraschenderweise begann er gleich im 19. Jahrhundert. Also von Anfang an wurden wirklich große Fotos gemacht. Und ein Bild, was mir in Erinnerung geblieben ist, war das eines Pavillons in den russischen Revolutionszeiten. Und in diesem Pavillon war so ein dreidimensionaler Stern zu sehen. Und konnte mich hinterher auch gar nicht mehr wirklich erinnern, ob der schon auf diesem Großfoto zu sehen war oder ob tatsächlich in diesem Pavillon dieses räumliche Objekt stand. Auf jeden Fall hat mich dieser Gedanke, also gar nicht so fest, aber irgendwie in den Griff genommen und ich habe dann versucht, so einen Stern zu bauen, so einen dreidimensionalen, auf einem Pentagramm basierenden Stern und siehe da, das ging ganz einfach. Also ich habe dann tatsächlich experimentell ermittelt, dass das funktioniert und habe erst später angefangen zu recherchieren, um was für einen Körper es sich dabei eigentlich handelt. Ich habe am Tisch gesessen, mit dem Zirkel überhaupt erstmal ein Pentagramm konzipiert, was ich auch erstmal mir anlesen musste, wie das überhaupt geht, und habe die so ganz dilettantisch zusammengesteckt. Also das sah wirklich überhaupt nicht gut aus. Da ging es tatsächlich erstmal so um das Verständnis dieses Gegenstands. Ich habe dann überlegt, wie kann ich denn diese Erkenntnis praktisch in Bilder fassen? Und dann war klar, mit dem ersten gebastelten Papierstern komme ich nicht weiter. Habe ich mir weitere Möglichkeiten überlegt, das erstmal selbst zu basteln und habe festgestellt, dass das Papier würde mich nicht befriedigen, weil es immer so eine Spur des Handwerklichen dann beibehält. Und die wollte ich schon eliminieren, um praktisch die Entfremdungsschwelle weiter Richtung Modell umzulenken und habe dann tatsächlich eine Firma gefunden, die mir ganz präzise Kunststoffteile fertigen konnte, die ich dann selbst allerdings doch wieder zusammengeklebt habe. Also der Dodekaeder, das ist im Grunde der Grundkörper dieses Sterns. Sie müssen dann die Kanten des Dodekaeders verlängern. Und dann treffen sich, also der Dodekaeder besteht im Grunde aus 12 gleichseitigen Fünfecken. Und wenn Sie diese Kanten des Körpers in die praktisch ja über die Ecken hinaus verlängern, entstehen praktisch diese Pyramiden, die sich dann an einer Stelle treffen und den Stern formen. Aber wie gesagt, das war für mich erst die zweite Entdeckung, nachdem ich mit aus Papier ausgeschnittenen Pentagrammen zuerst experimentiert hatte und dass in der Mitte eben dieser Körper steckt, war praktisch eine Entdeckung, die sich dann erst später eingestellt hat. Was im Grunde mir auch in diesem ursprünglichen Objekt so gefallen hat, war dieses Bewusstsein, dass der Stern, der ja auch als Symbol für wirklich alle möglichen, vor allem eben auch politischen Richtungen steht, dass der eben nicht nur zweidimensional ist, sondern eben dreidimensional oder am Ende auch in 12 Richtungen gelesen werden kann. Wir haben ja es hier mit einem Modell zu tun. Der Stern kann praktisch als mathematisches Modell aufgefasst werden, aber genauso modellhaft setze ich ihn dann fotografisch in Szene, indem ich hier verschiedene Möglichkeiten der Betrachtung zusammenfasse. Also es ist vollkommen dieser Stern, der ja unglaublich symmetrisch ist, ist hier in genau drei Achsen fotografiert, die diese Symmetrie praktisch auf die Spitze treiben. Er ist in drei verschiedenen Formen des Umgangs mit hellen und dunklen Elementen abgebildet und es gibt einmal den weißen Schatten und zweimal den schwarzen Schatten. Also wir haben praktisch die Licht- und Schattenwirkung einmal umgekehrt. So, und dadurch ergibt sich aber so ein Raster aus genau diesen neun Bildern. Das Fotografieren von Objekten beinhaltet ja immer die Frage, wie geht man um mit der Zweidimensionalität, wie kann man in der Fläche trotzdem den räumlichen Körper darstellen. Und da habe ich mich hier eben entschieden, genau drei Blickachsen zu wählen,
die praktisch die idealtypischen Ansichten dieses Körpers darstellen. Und auf den ersten Blick vielleicht auch wirkt es so, als ob das drei verschiedene Körper sein könnten. Aber das Zusammendenken, wenn klar wird, dass es sich um denselben handelt, ergibt dann praktisch also erst über die Zahl von drei Fotos hinweg dann das Bild dieses Gegenstands. Also ein bisschen entziehe ich mich dem der Schwierigkeit, indem ich einfach dieses Bild zur Serie erweitere. Also die Frage, ob man das nicht einfach am Computer konstruieren könnte, die ist vermutlich durchaus berechtigt, aber die kommt bei mir im Grunde nicht vor, einfach aus traditionellen Gründen, weil ich eben mit der Fotografie aufgewachsen bin, ich die Fotografie geliebt habe und immer noch liebe und mich viel stärker interessiert, wie praktisch dieses Verhältnis von Fotografie, die ja immer noch für ein Bild der erkennbaren Wirklichkeiten, der erkennbaren Welt steht, wie die Fotografie mit den Fragen der Digitalisierung und der Virtualisierung umgeht. Von daher gibt es bei mir immer den Weg über ein reales Objekt, aber es gibt auch immer die Frage, was macht die digitale Technik mit diesem Bild?